Ich hab aus Versehen, tut mir leid. Ich hab aus Versehen der Ente in den Kopf geschossen. Die scheißen dir auf den Kopf. Und du musst noch sagen, danke für den Mut. Hier, schauen Sie sich das mal an. Der Diesel, der ist bei 4,69 €. Was ist denn? Hallo, der Herr. Sie haben ihre Schuhe verloren. Hobbits tragen keine Schuhe. Was? Dürfte ich das Kanickel mitnehmen? Ja. Danke. Tüften. Was sind Tüften, mein Herr? Tüften. Der Herr hat Domi eine Socke geschenkt. Hallo, der Herr. Ja, was hallo, was? Amigo Weißhaare. Haben Sie für mich eine Socke? Eine Socke? Der Herr braucht eine Socke für Bilbo. Warte, ich gucke mal, Amigo. Oh nein, habe ich leider keine Socke, Amigo. Tut mir leid. Boah, stinkt. Okay, kein Problem. Hallo, der Herr. Ja, hallo. Haben Sie eine Socke für Bilbo? Bilbo? Bilbo. Bilbo Beugley? Nein, Bilbo Bodenlos. Mein Name ist Bilbo Bodenlos aus dem Bruchtal. Ah, du bist echt hässlich, ja? Ah, wir Hobbits sind nicht die schönsten Kreaturen in Mittelerde. Das stimmt, ja. Der Herr für Bilbo eine Socke? Bilbo, ah. Ich kann dir was anderes geben, Leute. Brauchst du Geld? Geld wäre auch toll. Der Herr. Ich hab nur das hier, ja. Und das. Ah! Der Herr! Herr! Sie haben Bilbo ein Brot geschenkt! Vielen Dank, Herr! Verpiss dich, ja? Piss dich von vielen mir. Dank! Als zur Strafe. Ah! Bilbo ist ein guter Hobbit! Zur Strafe wird sich Bilbo die Hände bügeln! Hallo, der Herr! Oh, nicht so wahr. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Tao Ting Ling. Mein Name ist Bilbo Bodenlos. Ich komme aus dem Bruchtal. Atem, was, Herr? Bilbo Bodenlos. Aus dem Bruchtal. Aus Mittelerde. Ich sneak da, ich war nur machen. Einfach was? Bruchtal. Blue, einfach Ter, nie Bruchtal. Wie ist Ihr Name? Tao Ting Ling. Herr Ting Ling. Herr Tingling. Tingling, ich möchte Ihr Hobbit sein. Mein Name ist Tao Tingling, du sprechen wirklich aus. Tao Tingling, Herr Tingling, dürfte ich Ihr Hobbit sein? Meine was, Herr? Ihr Hobbit. Ich sah da ein deutsches Ding, ich verstehe nicht. Hobbit? Was ist ein Hobbit? So etwas wie ein halber Mensch. Was, Herr? Herr Tingling, ich kann Sie akustisch sehr, sehr schlecht verstehen. Warum? Sie haben einen zu tollen Akzent. Eine was, Herr? Akzent. Ich verstehe nie. Du musst ein Leben anders mit mir. Ist ja nie doll. Ich versuch's mal. Oh nein, Barfuß Mordor. Singling, ich muss nach Mordor. Na was, Herr? Nach Mordor. Was ist ein Mordor? Also, ich muss einmal nach Mordor. Ich muss da einen Ring hinbringen. Sag ein Bilbo, wir haben ein Problem. Auto in Titi-Tessal, aber es kommen nie Leine in Tille. Du mach einen Absuch. Der Herr macht dieser Herr Probleme? Bilbo, fragen Sie an. Bitte, Bilbo. Jetzt habe ich den Salat. Geh aus meinem Auto raus. Aussteigen, der Herr. In mein Auto. Der Herr hat gesagt, aussteigen. Ich gehorche, Tingling. Aussteigen Sie aus. Yes, ich habe mein richtiges Auto. Ah, hey. Das ist der Zaumobil. Steige ein. Das ist Zaumobil. Ich steige ein, der Herr. Aber nach Mordor. Los, wir müssen nach Mordor. Zau, Zau. Mach ein Foto, Aslo. Der Herr, das war ein sehr schönes Lied, Herr Tingling. Ich hoffe, das ist Mordor lustig. Ah, ist das Casino, oder? Ja, Mordor. Du hast gesagt Mordor, ich habe gegeben Mordor. Mordor? Mordor, du wartest an Mordor. Mordor! Das ist Mordor, ich sage dir Mordor. Ich muss einen Ring wegbringen, Mann. Ah, du musst einen Ring wegbringen, du hast einen Flau. Ich muss so einen Ring in so einen Feuerberg werfen. Und das am besten einen Ring mit Tingling. Verstehst du? Mein Name ist auf die Linklauf? Nee. Der reimt sich nur auf den Ring. Sind Sie was gut mit ein? Rätseln, der Herr? Was ein Lissal? Ein Rätsel. Tingling, was suche ich? Man kann es nicht sehen, kann es nicht aufstöbern, kann es nicht fressen und kann es auch nicht hören. Ich weiß es. Es liegt hinter den Sternen und unterm Gestein, rieselt in alle Höhlen hinein, kommt zuerst und folgt auch zuletzt, löscht alles Leben, bis keiner mehr schwätzt. Weißt du, der deutsche Pass. Wie sieht? Deutsche Pass. Nein, das ist falsch. Aber es sollte ich auch. Also, was suche ich? Hast du nochmal alle, bitte. Nochmal das Rätsel? Man kann es nicht sehen. Nichts hören. Kann es nicht aufstöbern. Nichts aufhören, okay. Kann es nicht fressen.
Nicht hören. Oh. Und kann's auch nicht hören. Hören, Felix. Es liegt hinter den Sternen und unterm Gestein. Rieselt in alle Höhlen hinein, kommt zuerst und folgt auch zuletzt. Löscht alles Leben, bis keiner mehr schwätzt. Yes, ich weiß. Da hat eine Geister, please. Lieferlando. So meine Lieferlando, essen überall hinter jedem Stein. Lieferlando. Ja, das ist richtig, Herr Tschingling, das ist richtig. Ich muss das ist die Fleisch. Richtige Antwort, Tschingling. Habe gewonnen einen Preis. Ja, dass du kriegst noch ein Rätsel. Das ist der Preis. Der Preis ist, dass du noch ein Rätsel bekommst. Das ist Smus. Etwas, das alles und jeden verschlingt. Baum, der rauscht, Vogel, der singt. Frisst Eisen, zermalmt den härtesten Stein. Zerbeißt jedes Schwert, zerbricht jeden Schrein. Schlägt Könige nieder, schleift ihren Palast. Trägt mächtige Felsen fort als leicht Last. Ne Schwiegermutter. Nein, nein, das ist keine Schwiegermutter. Ein Drache. Ein Drache? Ein Drache. Nein, 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 kein Drache. Es ist die Zeit, Tschingling. Die Zeit. Okay, okay, noch ein einfaches, noch ein einfaches. Das kriegst du hin. Was hat Wurzeln, die keiner sieht? Ragt höher als Bäume und Wipfelsäume. Wächst nie und treibt nicht. Und reicht doch ins Licht. Ich habe eine Geisterblitz. Ja, was ist es? Was ist es? Eine bunte Book of Law auf der 50er, Lissi. Nein, nein, Tschingling, nein, nein. Ich gebe dir einen Tipp, was ist vor uns? Eine Straße. Nee, da drüber. Eine andere Straße. Nein, da drüber, wo das drauf gebaut ist. Ein Berg. Eine Balk. Atemlos lebt es. Helene Fischer, Helene, atemlos. Nein, nein, nein. Ich weiß da, Auswahl. Ja, da atemlos, du die atemlos lebt es. Nein, nein, Tschingling, nein, nein. Also noch weiter, noch weiter. Atemlos lebt es. Andrea Berg, Adele, Gegenteil, Berg aus der Celeste. Andrea Berg. Nicht die Andrea Berg. Nein, nein. Okay, ich gebe dir einen Tipp. Ich suche ein Tier. Atemlos lebt es. Kalt wie der Tod schwebt es. Kennt keinen Durst, dennoch trinkt es. Trägt ein Kettenhemd, doch nie klingt es. Joko aus der Star Wars. Da hat er eine Kettenhemd an, das ist der Fall. Nein, Tingling, ich suche einen Fisch, einen Fisch! Es war ein Fisch. Ja, warte, ich sage dir. Leckerbogen vorelle. Du suchst eine Leckerbogen vorelle. Richtig, ja, ein Fisch. Dachte, du wurde auf einem Berg. Was? Weil du haben gesagt, du wollen auf. Ja, aber hier ist ja kein Vulkan. Ich habe dich geblasen auf einen Berg. Weil ja, sehr gut, Tau, sehr gut. Okay, ein letztes Rätsel. Schreit ohne Stimme, fliegt ohne Schwinge, beißt ohne Zahn, murmelt und pfeift. Kein Mund hat's getan. Fledermaus, wegen Corona, weil gebissen. Mam. Fledermaus, du meinen Fledermaus, Schwinge in Luft. Fledermaus? Du meinst Fledermaus? Es ist der Wind gewesen. Ciao. Scheiße, aber nicht lang. Ja, war auch gut. Ja, ich sage dir einige dieser. Sing Sang Song, Chinese in der Sauna. Ich Chinese unter Sonnenbank, will Chinese Blauna. Drum steh ich hier mit dir, mein lieber Bipo. Wünsche mir mit dir ein Kind namens Ho. Was ich dir jetzt erzähle, bloße Weitheit ist. Du musst glauben, was ich dir gedicht. Die Lichter in dieser Stadt leuchten so hell wie Sterne. Ich habe geerbt, meine Erbe. Mein Vater war ein fieser Mann, er mich nicht mochte. Er zu mir sagte, ciao, du bist eine dumme Schlampe. Und stehe ich hier, ohne Geld, ohne gar nichts. Und befiehle ich mit dir Hartz IV wie ein Hammer. Habe kein Geld, habe keine Klamotten, nur ein VW Golf. Meine Mama ist schon lange nicht mehr stolz. Sie sagte, ciao, mache wow dein Leben. Aber ciao, wollte lieber ins Casino gehen. Ich habe kein Geld. Alle Book of Law, schlug der ganze Geld. Wie fies kann doch sein, diese Welt. Ciao, Claulis. Warum ist jetzt solche Gefühle für deine Bilbo? Tut mir leid, ciao. Soll ich dir ein bisschen Geld leihen? Haben du Geld? Ich kann dir ein bisschen Geld leihen, ja. Wie viel? Wie viel brauchst du denn? 28.900 Euro. 28.900 Euro, ja, das kriegen wir auch hin. Eine magische Zahl. Habe gelernt von einem tollen Mann. Ein Name, Montana Black. Ich kenne ihn. Ja,
Habe geguckt aus Japan. Ja, Casino. Bam, bam, bam. Neue Lunde, neue Lunde. Ja, ja, dolle Mann, dolle Mann. Billy. Warum du haben Voice Cracks? Was? Ich bin ein Hobbit. Ich hätte eine Krankheit. Oh, tut mir leid. Oh, tut mir leid. Kann ich dir helfen? Nein, du kannst mir nicht helfen. Meine Stimme ist so klein, weil ich einen kleinen Körper habe. Mann, danke. Muss dir nicht leid tun. Kann ich jetzt mein scheiß Gedicht vortragen? Ja, tut mir leid. Tut mir leid. Aber ich wurde nicht. Tut mir leid. Also, tut's dir jetzt leid? Kann ich jetzt mein Gedicht vortragen? Tut mir leid. Ich wusste nicht. Tut mir leid. Ich habe von Gras. Hörst du dir jetzt mein scheiß Gedicht an? Ja, gut. Das Gedicht heißt Freude. Weshalb ich mich trau und meine Gedanken sind blau. Ich sehe, wie Freude aufgeht wie Freude. Glück wird und Kraft gewinnt. Und Hoffnung nie zerrinnt. Das war wunderschön. Vor allem mit deiner Krankheit. Wow. Ich habe ein chinesisches Gedicht gefunden. Wow. Wie sieht's aus mit deinem chinesischen Gedicht? Das Gedicht heißt, das Herz braucht Mut. Es mag der Himmel sich zur Erde neigen. Provozierend mag sich die Natur. Hass und Neid, der Mensch ist feige, liegt stets die falsche Spur. Man könnte sich doch zur Liebe bekennen. Durch die Seele zieht sich so manches gut. Wie soll ich's nur fühlen und benennen? Das Herz braucht wieder Mut. Wow. Grandios. Ich bin berührt. Danke, ciao. Einziger Problem. Ich habe keine Worte verstanden. Das war kein Japanisch. Wow. Tut mir leid. Vielleicht wegen deiner Krankheit. Tut mir leid. Ich wusste nie. Scheiße! Gemein, Dogs! Ja, du bist gemeingefährlich für die Allgemeinheit. Tut mir leid. Scheiße, jetzt ist er kaputt! Und ding dong, und ding dong, dong, ding dong, dong. Oh, ja. Oh, ja. Bibo, du bist ja der Lichtige. Ich singe lieb für dich. Chang Chi, Xiang Cao Yuan Guang Kuo. Das ist doch beschissen. Wollen wir nicht einfach die Polizei so rufen, weil wir zwei Geiseln haben? Und dann? Ja, das geht doch auch. Nehmen wir für die Geisel Geld. Okay, machen wir. Okay, auf die Knie. Oh, das wollte ich schon immer sagen. Auf die Knie. Handeln. Ich kann auch nicht verhandeln, ich bin die Geisel. Komm mit. Das macht Sinn. Ich könnte nur mit dem Witz dienen. Erzähl mal einen. Witz? Jetzt komm nicht mit Keksen unterm Baum. Nein, nein. Was für ein Wasser trinken, Chefs? Warte. Was für ein Wasser trinken, Chefs? Oh, den kenne ich auch. Soll ich sagen? Das ist immer. Leitungswasser. No. Ach du meine Güte, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Der war so richtig schlecht. Tut mir leid. Aber der wird mir immer sympathischer hier. Komm mal mehr, noch ein Witz, noch ein. Was ist das lustigste Gemüse? Eine Kichererbsen. Ja, ja, genau. Ey, war das richtig? Das war richtig. Ach, toll. Ja, da habe ich auch echt scharf nachgedacht gerade. Klasse. Ja, ich würde sagen, ich bin die Geisel und ich bin für die Witze zuständig. Ja, das sehe ich genauso. Ich gehe schon mal vor die Tür, mal schauen, ob sich da schon was angebahnt hat. Treffen sich zwei Jäger. Ja. Beide tot. Also, in welchem Fall ist 4 plus 4 gleich 10? Erzähl. In keinem. Ich habe vorhin beim Brötchen angerufen. War belegt. Was versteht man unter einer Turbine? Nichts, ist viel zu laut. Ich habe nur eine rein informative Frage. Stell dir vor, ich bin Wissenschaftler. Wenn sich ein Wissenschaftler ein Brot belegt, ist es dann wissenschaftlich belegt? Meine Güte, du bist so intelligent, das ist der Wahnsinn. Das kann ich nur zurückgeben. Was ist weiß und rollt den Berg rauf? Den Berg rauf? Ja. Also runter hätte ich gesagt, ein Schneemann. Soll ich sagen? Ja. Eine Lawine mit Heimweh. Oh Gott. Naja, die werden jetzt aber immer ein bisschen ein Stück weit lustiger. Man muss da warm werden. Da bin ich aber mal gespannt, wenn du richtig heiß bist. Ich hab eine Idee. Jawohl. Welche Idee hast du denn? Naja, wenn jetzt die Polizei kommt, dann sage ich auch einfach, ich bin eine Geisel. Das ist clever. Aber die Schuhe ziehe ich nicht aus, immer. Ich hab da ein Hühnerauge an den Füßen. Das ist unangenehm und das stinkt auch ein bisschen. Dann lass an. Aber ich muss dir mal sagen, immer rauchst du oder trinkst du Alkohol? Ich? Ja. Ich habe sehr viel geraucht, ich habe auch sehr viel getrunken. Ach so, ja, okay, dann begründet sich das auch, dann, ja. Ja, was denn, wieso?
Naja, eventuell, also ich finde, dein Gesicht ist schon, naja, für Lein, ja, also 52-Jährigen schon ein bisschen sehr faltig. Ja, das sind die Zigaretten, das ist der Alkohol und das ist vor allem auch Sauron. Okay, benutzt du dann auch regelmäßig Bepanthen-Creme? Nur für die Lippen. Für die Lippen? Für das Gesicht Nivea Soft. Vielleicht mal Nivea Men versuchen? Nee, die mag ich nicht. Aber weil das stinkt? Nee, die ist fettig. Oh. Lieber ein bisschen klein, ein bisschen Nivea Soft. Das ist nicht schlimm, Mama. Das schmierst du nachts einfach ins Kissen. Versuch das mal. Wie ist denn dein Name nochmal? Ja? Mr. X. Mr. X, willst du einen Witz? Erzähl mal. Ich sag dir einen. Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Beyblade. Ein Stock? Der war so dumm, aber auch gut. Mein Name ist Bilbo Bodenlos aus dem Bruchtal. Bilbo Bodenlos aus dem Bruchtal. Bilbo Bodenlos. Sorgen Sie dafür, dass Bertha, Otto, Dora, Emil, Nordpol. Ab nach dort mit dir. Ludwig, Otto, Siegfried. Jetzt rein mit dir. Ey, Geister, komm mit. Wohin denn? Du darfst jetzt noch nichts erzählen. Na gut. Also, mein Name ist Bilbo Bodenlos. Ich bin Geisel. Ja, wissen wir. Wir werden alles dafür tun, um sie heile rauszuholen. Gut. Herr Bodenlos. Also, wie nennt man zwei Polizisten? Wahrscheinlich, Blaubeeren. Ein Früchtebecher. Ach so. Den kenne ich irgendwie von Herrn Hort. Ja, den hat er schon mal erzählt. Nein, aber erzähl noch einmal. War damals. Okay, gut. Ich habe mich. Okay, tut mir leid. Der war bodenlos. Um die Stimmung ein bisschen zu lockern, gehen zwei Zahnstocher in den Wald und sehen einen Igel. Sagt der eine, ich wusste gar nicht, dass hier ein Bus fährt. Ich möchte verhandeln mit Witzen. Alle für einen und eine für alle. Ich habe noch ein paar Tierwitze auf Lager. Hoppala, Entschuldigung, nicht. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Hilfe, Hilfe! Alles gut, alles Hilfe. Gut, alles gut, alles gut, alles gut! Hilfe, diese völlig irre! Schau mal, wenn ihr einen guten Witz raushaut, dann kommen beide runter, okay? Also wenn wir lachen. Erzähl den Professorwitz, bitte. Der ist zum dritten Mal jetzt. Den hast du nicht erzählt. Den habe ich dir nicht erzählt, aber euch schon dreimal. Ja, aber egal. Okay, die Polizisten. Aber wir müssen beide lachen, ne? Selbst wenn nur einer oder schmunzelt, je nachdem. Ich schmunzel nicht. Also, ich bin Bilbo Bodenlos, ja? Stellen Sie sich vor, ja. Ich bin ein Wissenschaftler. Ein Wissenschaftler, ja. Richtig. Mhm. Wenn ein Wissenschaftler ein Brot belegt, ist es dann wissenschaftlich belegt? Der war schlecht. Gut, ich hätte noch einen. Der war nicht so schlecht. Ich hätte noch einen. Ich hätte noch einen, die Polizisten. Okay, 4x4 Ich hätte noch eine Chance. Bitte, noch eine. Ja, okay, eine. Okay, wohin geht ein Reh mit Haarausfall? In die Reha-Klinik. Ja, der war besser, aber... Gut. Wie nennt man Delfin in Unterhose? Ein Slipper. Ja, wird besser. Wird besser. Ihr habt gelacht. Ich hab gehört. Nee. Aber ich hab auch einen. Erzähl. Warum kann Bagger nicht schwimmen? Weil die Bagger... Nee, weil der nur einen Arm hat. Okay, so okay, lustig. Okay. Gut. Doch, der war auch gut. Den fand ich gut. Was sitzt auf einem Baum und schreit Aha? Ein Geisel rein mit dir. Ist das Margret? Das ist Hallo, die dritte, Margret. das ist unsere dritte Geisel. Du meine Güte, Hilfe! Ich war gerade mitten in dem Witz, die Polizisten. Margret! Was sitzt auf einem Baum und schreit Aha? Eine legasthenische Eule? Ja, ein Uhu mit Sprachfehler. Also, jetzt kann ich jetzt hier raus aus der Bank? Könnt ihr mich jetzt retten? Moment, ich habe auch noch einen, habe ich noch. Ja, gut. Was fliegt über die Blumenwiese und spuckt Sägespäne? Die Polizei. Nee, Biene Maya, nachdem sie Pinocchio einen geblasen hat. So, jetzt mal kein Stress hier. Ich hau mir jetzt erstmal ein bisschen Elbenkraut rein. Wo hat er denn das Ding? Ich frag mich auch. Sucht ihr eure Geiseln nicht, oder was? Also nicht in den allen Gängen. Also sowas müsst ihr allen abnehmen, sonst ist illegal. Das Elbenkraut hat mir Gandalf mitgebracht. So, könnt ihr mich jetzt endlich mal hier rausholen oder einen scheiß Job machen? Normalerweise sitze ich schon längst zu Hause in meinem Sessel. Und könnt ihr mir einen Gefallen tun und vorne im Polizeiauto vielleicht ein bisschen Reggae abspielen? Also ist somit gestattet, ne? Wie wär's denn jetzt mit ein bisschen Reggae? Geist, komm mit. Aber der Herr, hören Sie mir kurz zu. Ja. Das Fahrzeug hier vorne muss zur Eigensicherung bauen. Ja, das Fahrzeug bleibt da. Oh Gott, das habe ich niemals gesehen. Aber wie gesagt, die anderen werden sich gleich auf den Weg machen. Wir bekommen dafür die Geisel. Ja, Geist, komm mit. Wohin denn? Wo kommen die denn her? Hey, mein Name ist Super Berger. Ich bin der Inhaber von Berger Cars, Autocenter Dortmund. Faire Preise für faire Bürger. Und ich bin ein großer Befürworter der Polizei. Und mit dem Rabattcode Wodka13 kriege ich
allen Polizisten morgen 10% auf Wes Schifffahrzeug. Wir kaufen an und verkaufen den ganzen Tag. Nee, ich kann tatsächlich auch lesen. Hier sind meine Witze drin. Witze? Witze? Ja, richtig. Erzähl mal. Wie, erzähl mal. Erzähl noch einen Witz. Ich soll noch einen Witz erzählen. Gut. An die Polizisten. Ja. Weißt du, was der Hammer ist? Was denn? Ein Werkzeug. Okay. Warum müssen Pferde zum Psychiater? Weil sie so einen großen Kopf haben. Nein, alle reiten auf ihn rum. Gut, und der letzte, da gehe ich auch wieder rein. 8x8? Nee, mögen Sie Chemiewitze? Ja. Chlor. Was? Achso. Sag mal einen Witz. Ja, lass mich kurz mein Buch rausholen. Welche Sprache wird in der Sauna gesprochen? Sauna-Club-Sprache. Schwitzerdeutsch. Oh no. Alles klar. Wohnst du in einem runden Haus unter so einem Boden? Ich komme aus dem Auenland. Ich wohne unterm Berg. Ja, und da hast du so eine runde Tür, oder? Hast du meine Alte mit der Fackel von Gondor gefickt? Was laberst du? Ja. Was kommt raus, wenn eine Blondine und ein Husky kreuzt? Entweder eine wetterfeste Prostituierte oder ein saudummer Hund. Wir wollen wieder ein paar Witze von dir hören. Wer will Witze? Hey Leute, komm, mach noch einen von deinen Scheißwitzen. Ey, die sind gute Witze, okay? Die sind Schrott. Die sind gut. Ja, was heißt denn? Na, erzähl du doch mal einen Witz, wenn du bessere Witze erzählst. Wer war gestern bei deiner Mutter? Was? Wer war gestern bei deiner Mutter? Weiß ich nicht. Ja, dein Vater und der Nachbar. Gut, das war ein bisschen brutal, aber meinetwegen. Fand ich jetzt nicht unbedingt besser, aber wenn sie meint, seid ihr ein bisschen aggressiv angelegt, oder? Also, ich hätte noch einen für die Polizisten hier zur Auflockerung, ja? Wie nennt man eine Auszeichnung für besonders brave und ruhige Hunde? Nochmal, mein Kollege hatte Telefonprobleme. Wie nennt man die Auszeichnung für besonders brave und ruhige Hunde? Bravour? Der Nobelpreis. Meint der das ernst? Okay, da habe ich geschmunzelt. Echt? Ja, das ist nicht gut. Der war richtig schlecht. Nobel? Ja. Ja, Nobel, also nicht bellen. Ja. Mein letzter Besuch beim Friseur ist auch schon wieder long her. Ah. Der war richtig schlecht. Nee, den fand ich gut. Der war richtig schlecht. Oder geht ein Cowboy zum Friseur, ey, Polske. Raus, Pony weg. Polske. Wie heißt ein kiffender Fisch? Nemo. Crazy Frog? Hi. Ja, oh, okay. Der war richtig schlecht. Wenn ich in eine allgemeine Verkehrskontrolle komme und sie zu mir sagen, einmal die Papiere bitte. Nein, sie haben nicht gewonnen. Wenn ich Schere sage, habe ich dann gewonnen. Nein. Ich wollte wegkriechen einmal. Nein, aufstehen bitte. Gut. Mitkommen zu Meli. Herr Bruno, steigen Sie aus. Ich bin gefesselt. Steigen Sie aus. Weg. Oh, ich steig aus. Geil, wir haben ihn mitgenommen. Könnt ihr mich irgendwie über einem See rauslassen oder am besten über dem Feuerwerk? Also wie gesagt, ich muss einmal über den Feuerwerk da vorne. Könnt ihr da einmal rüberfliegen? Ich muss da einen Ring reinwerfen. Vielleicht musst du einmal unter die Brücke fliegen. Das ist mir auch schon. Wie viel Dank hast du? Schaffst du es, unter die Brücke zu fliegen? Wenn du eine Motivation brauchst, ich würde einen Witz erzählen. Okay, wir singen jetzt ein Lied. Ich singe vor und ihr singt mit. Okay. Jawohl. Wir kommen hier lebend raus. Wir kommen hier lebend raus. Danach schmeißen die schlechten Polizisten raus. Danach schmeißen sie die schlechten Polizisten raus. Haben wir das Geld auch noch eigentlich mit dabei? Haben wir das Geld eigentlich noch mit dabei? Ja, das ist doch allerlei. Ja, das ist doch allerlei. Einen guten Witzbold haben wir auch. Einen guten Witzbold haben wir auch. Wir können so die Polizei steht hier ganz schön auf dem Schlauch. Die Polizei steht hier ganz schön auf dem Schlauch. Ich bin stolz auf euch. Ihr denkt vielleicht in dieser Situation, ihr seid die Geiselnehmer und die Situation ist gefährlich. Wisst ihr aber, was wirklich gefährlich ist? Niesen bei Durchfall. Ist das so? Ja. Ich will es nicht sagen, aber ich glaube, die fanden die Witze nicht so gut von dir, weil sie schießen einfach auf uns. Ja, wir sind ja eine Geisel. Flieg einfach weiter. Einfach ein bisschen links, rechts und so. Okay, jetzt müssen wir landen. Oh oh. Ist scheiße. In den Busch, im Busch, im Busch. Ja, ja, ja. Sehr gut. Kaputt, beide kaputt. Nee.
Das war großes Kino. Wir sehen uns im Wasser doch auch, oder? Ich glaube schon. Oh nein, das jetzt ist raus. Ein... raus! Raus! Hilfe! Hilfe! Helft mir, Idioten! Lande du erstmal beim Strand! Einer von denen schwimmt jetzt am Strand. Was heißt einer von denen? Hast du Lack gesoffen zum Frühstück? Einmal bitte Hände hoch, Hände hoch. Mal die Hände hoch. Was für Hände hoch? Ich bin die scheiß Hände Geisel. Hoch. Einmal bitte umdrehen. Ja, wir müssen die trotzdem zu sich einmal festsetzen. Einmal umdrehen. Wir haben gerade eine Person am Strand festgenommen, die meinte, dass sie die Geisel ist. Das hat der eine Polizist notiert. Ich werde sie einmal festnehmen, ich werde sie einmal tragen. Kein Problem. So, ich werde sie einmal durchsuchen. Pass den mal ab und dann überprüfen wir das gleich mal. Der hat gar nichts dabei, bis auf einmal Wolle. Kannst du mal, wie ist der Name? Bilbo Bodenlos. Okay, gut, dann werden sie erstmal kurz noch bei uns bleiben, ne? Und dann sind sie, denke ich mal, gleich entlassen. Ja, wie entlassen? Wo sind meine Klamotten? Wo ist mein Geld? Ich hole ihnen einmal Klamotten und Kehle, okay? Und mein Klappmesser. Die Klappmesser? Ja, ich hatte eins zum Schnitzen mit. Da müssen wir mal gucken. Das haben die mir abgenommen. Oh, Vorsicht, Vorsicht! Ich bin rausgefallen! Ja, gut. Was wird das jetzt hier? Ich bräuchte einmal einen Sanitäter. Herr Bodenlos, ich halte jetzt eine Waffe an den Kopf, Sie bleiben jetzt sofort stehen. Ist in Ordnung. Bleiben Sie stehen. Du hältst mir doch eine Waffe an den Kopf. Ja, bleiben Sie stehen. Ja, okay, ich bleib stehen, aber erst wenn ich da bin. Wo weißt du, wo es hingeht? Nee. Nach Mordor. Ich muss einen Ring wegbringen. Bleiben Sie stehen. Ich bin psychisch verwirrt. Bitte nicht schießen an die Bewähler. Oh mein Gott, am Schießen, die sind die verrückt. Ich stelle dir eine ordentliche Gefahr dar, weil ich ein Auto klaue. Oh mein Gott. Wie lässt das denn? Hört auf zu schießen, hört auf zu schießen.